Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute kommt die Rakete von dem guten J-Toon, wenn mich das nicht alles täuscht. Ja, J-Toons, whatever. An der Stelle möchte ich sagen, mir hat jemand das größte Flugzeug, das er gebaut hat, bla, irgendwas, geschickt. Ich habe einen Part-Count gesehen, er hat mir geschrieben, das sind über 600 Teile, wenn mich nicht alles täuscht. Das verkraftet mein PC nicht. Es tut mir beim besten Willen leid, aber das, selbst wenn ich es auf die Lounge auf Soundpad kriegen würde, entweder es würde crashen oder was mir sehr wahrscheinlich eher passieren würde, es würde einfach alles hängen und ihr hättet 3 Frames. Das wäre mir ein nerviges Video, in dem ich mich aufregen würde. Deswegen möchte ich dieses zumindest momentan nicht zeigen. Ich habe es in meinem Postfach gelassen. Falls ich den PC haben sollte vor der 0.21, gucke ich, ob ich es noch schaffe, diese Rakete aufzunehmen. Versprechen kann ich aber nichts. Weil wie gesagt, wir nähern uns dem Release der 0.21 und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann eben ein Problem bekommen werden mit den Sachen hier mit der Kompatibilität eurer Raketen. Wie gesagt, dann wird es auch neue Sachen geben. Wir haben jetzt eben diese Rakete von J-Toons und die soll ein modernes Haus darstellen. Warum läuft nur eine dieser Engines? Welche läuft? Wollen die? Die da. Also, ja. Okay, warum? Okay. Okay. Warum läuft nur die eine Engine? Hat jetzt schon kein Fuel mehr. Okay, Endflight. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich, weil die so lange rumstand, ist wieder irgendwie alles kaputt gegangen. Was weiß ich. Ja. Go. Einen Moment, ich möchte was wissen. Nein, die sind alle da. Sie müssten alle aktiviert sein. Ich kann sie aber nicht anklicken. Sehe, dass sie alle da sind. Okay. Wisst ihr was? Wir sehen uns ganz gleich wieder. Bis gleich. Wir wollen mal schauen. Anscheinend war das Teil nämlich für das Spaceplane-Ding gebaut und deswegen habe ich mir gedacht, hey komm, gehen wir mal hier hin. Ja, hier startet die Rolle. Sehr schön. Okay, das Ganze ist als VTOL gedacht, und zwar als Haus. Also, die Teile sollen auch wirklich Häuser darstellen, nicht irgendwie großes anderes. Zu schnell. Und es war eigentlich eine Mini-Challenge zu sagen, ich soll mir hier irgendwo ein Dorf praktisch aufbauen, mit so und so viel von diesen Teilen, mit einer Flagge. Leck mich. In der Mitte eine Flagge und dann, ja, es war eine Mini-Challenge. Ich würde sie ja gerne irgendwie schon machen. Und das Problem ist, dass die mir jetzt gerade auch wieder zeitlich natürlich nicht in den Kram passt. Weil wenn ich die mache, muss ich wieder Abonnentenraketen dafür vernachlässigen. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar zu zeigen. Ich bin momentan sowieso in der allgemeinen Aufnehmen-Stress, weil ich wollte die ganze Zeit eigentlich Don't Starve aufnehmen. Ich werde auch Don't Starve nochmal aufnehmen. Wie gesagt, dass momentan so viel KSP kommt, liegt nur daran, dass relativ bald der Release kommt. Dieser Kanal wird kein KSP-Only-Kanal werden. Es tut mir sehr leid für viele, die das wollen, aber ich möchte das selber nicht. Weil ich es persönlich selber sehr langweilig finde. Ich würde jetzt gerne dieses Ding hier lang. Ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid. Es gibt viele Leute, die würden am liebsten hier nur KSP-Videos sehen. Kann ich verstehen. Ich habe sehr viel KSP gemacht und KSP gehört auch zu gewissen Maßen zu diesem Kanal hinzu. Ja. Aber das Ding ist, dass KSP in keinster Weise das einzige Spiel ist, was ich zeigen möchte. Es wird weiterhin auf diesem Kanal gezeigt werden. Dafür habe ich zu viele Leute, die KSP mögen auf dem Kanal. Ich persönlich mag deswegen KSP dafür auch viel zu sehr, um es nicht mehr zu spielen. Ich möchte nur, dass niemand die Erwartungshaltung hat, dass jede Woche KSP-Videos kommen müssen. Denn wie gesagt, ich werde vermutlich auch noch, wenn ich den neuen PC habe, noch weitere Projekte starten. Eins schwebt mir da schon die ganze Zeit vor, das ich unbedingt machen möchte. Das dann auf jeden Fall auch mal kommen wird. Und auch so ein paar andere Sachen. Es gibt Sachen, die ich einfach gern... Ah, dieses Ding ist so wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Es gibt noch ein paar Spiele, die ich einfach gern zeigen würde. Und, ja. Okay.
Wir haben gesehen, das hätten wir nicht mehr geschafft. Also haben wir die Notfallkapsel gezündet. So. Zählt das auch als Haus? Was ist das? Ah, okay. Ich frage mich immer, wie krieg. Achso, Linkstick. Okay. Nevermind, ich hab's auch mal hingekriegt. Linkstick auf das Scratch macht diese Ansicht da. Okay, gut zu wissen. Okay, hast du eine Flagge dabei? Danke. Wie eigentlich so ziemlich jede Rakete der Abonnentenraketen bekommt natürlich auch diese, wenn wir irgendwo gelandet sind, eine Flagge. J. Toons. 2-Mann-Haus. So. Hast du auch deine Flagge bekommen? Ja. Ich würde sagen, auch wenn dieses Video wieder sehr kurz war, es war halt auch wieder nur, im Anführungszeichen, nur ein Ding, was auf Körben rumfliegen kann und rumfliegen sollte und dazu auch noch eine echt heftige Steuerung hatte. Es war ganz lustig, es war aber sehr schwer zu kontrollieren, deswegen belasse ich es hier, weil ich bin ganz froh, dass dieses Haus so jetzt da steht. Ich freue mich wie immer, dass ihr zugeguckt habt. Wünsche mir natürlich fürs nächste Mal, dass ihr wieder einschaltet. Mein Name ist Light. Over and out.